Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem Blick zurück. Und zwar schauen wir uns gemeinsam wieder die Neuzugänge aus dem Januar 2018 an. Ja, na, das ist schon irre, wie schnell so ein Jahr dann tatsächlich immer rum ist. Ich kann mich noch erinnern, knapp vor einem Jahr, ein bisschen später dann irgendwann auch mit diesem Format begonnen habe. Und ich liebe es sehr, mir meine Neuzugänge nochmal anzugucken und zu sehen, was habe ich gelesen, was ist mir in Erinnerung, an was erinnere ich mich, dass es auf dem Sub ist. Und ich freue mich da jetzt einfach auch gemeinsam mit euch in das Video reinzusehen. Ihr kennt das ja bereits. Insgesamt, ich muss mal auf den Spicker gucken, sind 23 Bücher bei mir eingezogen. Ich habe ja in meinem Bullet Journal fürs letzte Jahr, habe ich ja tatsächlich immer so diese Listen geführt, wie viele Neuzugänge gelesen. Und das werde ich dieses Jahr nicht mehr machen, weil ich ja alles auch in Excel-Listen habe. Und dann ist das irgendwie so doppelt gemoppelt. Von daher, jetzt konnte ich hier nochmal nachgucken. Ich glaube, auch sonst werde ich mir irgendwo meine Zahl da notieren, damit ihr euch jetzt einfach sagen kann, es wird 23 Bücher geben. Und ich bin selbst sehr gespannt, wie viel ich davon gelesen habe und was da noch offen ist an Lesen. Ich wünsche euch jetzt also viel Spaß beim Schauen und ich blende euch jetzt das Video hier gleich ein bisschen mit ein. Ja, da sehen wir eine winterliche Steffi mit Rollkragenpulli und tatsächlich einem Wohnzimmerschränkchen, das es heute so gar nicht mehr gibt, weil ich so viel im letzten Jahr auch ausgemistet habe, dass dieses Schränkchen sozusagen keinen Zweck mehr erfüllt hat. Dementsprechend ist es rausgeflogen. Ja, das erste Buch ist Wie Wölfe im Winter von Tyrell Johnson. Ich kann mich daran erinnern, dass es mir sehr gut gefallen hat. Es war, soweit ich mich erinnere, etwas Dystopisches und ich glaube sogar, da müsste es eigentlich noch einen zweiten Teil geben, weil das doch recht offen, ein offenes Ende war. Da müsste ich tatsächlich nochmal gucken. Ich weiß, dass es sehr spannend war, mich sehr gut unterhalten hat. So en detail kann ich mich nicht mehr erinnern an die Handlung. Aber dass dieser dystopische Hauch und ich glaube, da herrschte eben Winter und ja, irgendwie, man musste sich da so zurückziehen. Irgendwie was war, musste ich mal gucken nach einem zweiten Teil. Ja, Afterlife von Markus Sakai hatte mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen. War auch etwas, so ein apokalyptisches, Ende Geschichte. Es geht hier um den Tod und ist der wirklich endgültig und was passiert, wenn der weitergeht? Und danach habe ich mir von dem Autor auch noch ein anderes Büchchen geholt. Warum die Zeit verfliegt von Ellen Burdick war, glaube ich, ja eher ein Sachbuch und hat sich damit eben beschäftigt, warum wir dieses Gefühl als Menschen haben und so oft kennen, dass man eben das Gefühl hat, Mensch, so eine Woche ist nichts, so ein Tag war nichts, ein Jahr schon gleich gar nicht, woran das liegt und hat eben auch so ein paar Theorien dazu und begründet eben auch, was man dagegen tun kann, beziehungsweise warum manche Werkzeuge eben gut sind, dagegen etwas zu tun. Und ich fand es, glaube ich, ganz okay. Ich habe es, glaube ich, weiter verschenkt an eine liebe Freundin. Ich glaube, so richtig glücklich oder überzeugt hat es mich nicht. Ich glaube, ich hatte auch nichts irgendwie da drin markiert. Es war an mancher Stelle auch sehr oft wiederholend. So richtig daran erinnern, kann ich mich aber leider gar nicht. Dann eine Highlight-Reihe des letzten Jahres, Young Elites von Mary Lou, die Gemeinschaft der Dolche. Den ersten Teil hatte ich als Hörbuch gehört und fand es großartig. Es war wirklich der Auftakt einer bombastischen Reihe, eine erwachsenere Jugendbuchreihe mit einer ganz speziellen Protagonistin, auch mit einer etwas dystopischeren Welt, wo wir eben ja hier diese Menschen haben mit besonderen Gaben, die so manches können in dieser Welt und wir treffen hier eben auf unsere Protagonistin, die mit dem weißen Haar eben durch ein Fieber infiziert wurde oder das Fieber dann eben das weiße Haar ausgelöst hat und die eine ganz spezielle Protagonistin ist und viele kamen ja mit ihr nicht zurecht, weil sie so das Böse in sich trug und man gefühlt hatte, man hat hier direkt den Antagonisten. Ich empfand das aber gar nicht so. Ich fand es toll, dass wir nicht immer nur so eine gute Seite als Protagonistin haben und deswegen hat mir die Reihe unglaublich gut gefallen. Früher wird alles besser von Vanessa Manzini, ein Buch, das ich glaube auch auf Empfehlung als E-Book mir gekauft habe. Vanessa Manzini ist Self-Publisher, beziehungsweise steckt dahinter, glaube ich, auch ein Autor. Das ist nur das Pseudonym. Und hier ging es irgendwie darum, dass man zum Jahreswechsel irgendwie das Jahr nochmal leben kann mit dem, was man weiß. Habe ich leider tatsächlich noch nicht gelesen, habe ich irgendwie vergessen, werde ich mir auf jeden Fall noch merken. Ja, auch ein kleines Highlight zum Thema Biografie war von Rana Ahmad, Frauen dürfen hier nicht träumen. Hier ging es um eine junge Frau,
die aus Saudi-Arabien geflohen ist und uns ihre Lebensgeschichte von der Kindheit an im Grunde erzählt. Was sie da alles als Frau erleiden muss, erdulden muss, was da für Erwartungen herrschen, wie Familien dort funktionieren, auch wie schwierig eine Flucht sein kann und was da eben in jungen Frauen durchaus an Gedanken vorkommen kann. Und ich habe da oft sehr schwer geschluckt, die Vorstellung, dass das eben heute im 21. Jahrhundert auch noch so ist. Und man sich fragt, man braucht eigentlich gar keine Dystopie. Gefühlt hat man in diesen Ländern eine Dystopie. Natürlich wissen es viele einfach nicht besser und anders, aber die Geschichte hat mich sehr, sehr bewegt. Von Mr. Holmes zu Sherlock habe ich mir, habe ich geschenkt bekommen. War, glaube ich, ein Geburtstagsgeschenk. Ich habe ja im Januar Geburtstag. Und ich bin ja ein absoluter Sherlock-Fan der Serie, habe ja auch die Bücher von Sherlock sozusagen hier von Arthur Conan Doyle, habe leider noch keins gelesen und da hat mir eine liebe Freundin ein wunderbares Geschenk gemacht, bin ich sehr gespannt. Es geht hier eben um die Entwicklung von dem ursprünglichen Buch dann eben zu dieser Serie und auch ein Geburtstagsgeschenk war manchmal Lüge ich von Alice Feeney und hier geht es um eine Frau, die im Wachkoma liegt, uns im Grunde auch ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählt, wie es wohl dazu gekommen ist, dass sie jetzt da ist, wo sie ist und aber immer wieder einwirft, vielleicht sage ich auch einfach nicht die Wahrheit. Und man ist dann als Leser so ein bisschen im Zwiespalt. Ja, glaubt man ihr das jetzt, was sie erzählt? Kann das alles so stimmen, was sie sagt, die Gründe, die es da gibt? Oder erzählt sie uns hier ein Märchen? War ein sehr, sehr spannender Thriller. Den Joel Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Quebert, haben wir dann im Leseklub gemeinsam gelesen. Ein Buch, was mir vom Schreibstil sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Leider war die Story nicht so richtig meins, beziehungsweise an mancher Stelle hat sie sich auch für mich nicht so richtig rund angefühlt. Und spätestens als der Autor zum 50. Mal den Namen Nola in seinem Roman hatte, haben sehr viele nur noch mit den Augen gerollt. Und ich möchte aber dennoch an Joel Dicker dranbleiben, möchte da auch noch ein Buch lesen, weil mir einfach der Schreibstil gut gefallen hat. Dann Mr. Franks fabelhafte Talent für Harmonie von Rachel Joyce war, glaube ich, mein zweites Buch der Autorin. Habe ich im Leseklub, bei Lovely Books gewonnen. Fand ich so recht spannend. Haben wir dort auch gemeinsam gelesen. Ich hätte es gerne gemocht, hatte allerdings so manchmal eben einfach meine Probleme mit diesem Buch. Und es fällt mir ja gleich mein Handy runter. Ich weiß nicht mehr so richtig, woran es lag, ob es einfach ein bisschen zu langweilig war. Ich weiß auch, dass das Buch weitergewandert ist und von der lieben Mel, auch eine Booktuber-Kollegin, habe ich 5 von Ursula Ponsnanski geschickt bekommen. Die hat, glaube ich, mal bei meinen Neuzugängen gesehen, dass ich den zweiten Teil hier hatte oder habe, 5 und dann blind, glaube ich. Und hat dann gesagt, Mensch, wie ärgerlich, dass du da den zweiten Teil als Mängelexemplar hast. Ich hätte hier den ersten, willst du ihn haben? Und wir haben uns dann ausgetauscht und sie hat mir das Buch dann zugeschickt und es hat mich sehr gefreut. Ich habe es aber leider noch nicht gelesen. Ich würde unglaublich gerne einfach jetzt auch mal wieder was von Ursula Ponsnanski lesen. Ich habe die ja vor 2 Jahren entdeckt und bis jetzt immer nur sehr, sehr gelungene Bücher und ich glaube auch, dass mich ihre Erwachsenenbücher sehr ansprechen können und mir gefallen werden. Hoffe ich. Also, ja. Die Schokolaterie der Träume von Manuela Inusa ist, glaube ich, der zweite Teil dieser Valerie Lane-Reihe. Hier sind wir ja in England und es gibt eine kleine Straße mit verschiedensten Geschäften und Inhaberinnen und jedes der Teile der Bücher, an jeder Buchteil beschäftigt sich mit einem dieser Geschäfte und alles wirkt irgendwie ruhig und gemütlich und romantisch und ein bisschen altmodisch und die Charaktere hätten auch ganz wunderbar sein können. Ich weiß, dass ich nach dem zweiten Teil nicht weitergelesen habe. Ich fand den ersten Teil, ging um den Teeladen, schon nicht so richtig rund, fand ihn sehr langweilig vom Stil und auch sehr einfach und sehr platt. Leider war das im zweiten Teil auch nicht wirklich besser. Ich hätte die Reihe unglaublich gerne gemocht, weil ich so Wohlfühlbücher einfach gerne lese und wirklich, wenn sich dann so die Protagonisten gegenseitig in den Bänden besuchen, das hätte so schön sein können. Ja, leider war es das in dem Fall überhaupt nicht und ich habe die Reihe auch nicht weiter verfolgt. Dann kam, eine Rebuy-Bestellung. Ich habe mir 2 Harlan Cobens bestellt. Ich finde dich, ist das eine davon. Habe ich leider noch nicht gelesen. Ich habe leider beide Harlan Cobens noch nicht gelesen. Ich habe den, glaube ich, ein Jahr vorher entdeckt. Ende 17 habe ich irgendeinen Thriller von ihm gelesen, den ich großartig fand und habe dann beide bei Rebuy, ich glaube relativ günstig, eingekauft. Beziehungsweise, glaube ich, habe ich sogar zum Geburtstag einen Rebuy-Gutschein bekommen.
War das so? Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Ich habe gleich mit einer Freundin bestellt, irgendwie so. Und ja, dann von Jonas Winner, der Architekt. Ja, das Buch ist direkt ungelesen rausgezogen, als ich Jonas Winner aus meiner Leseliste verbannt habe, weil mir einfach einige seiner Bücher überhaupt nicht mehr so gefallen haben wie das erste. Deswegen ist das ungelesen weitergegangen. Die Überfahrt von Mads Strandberg haben wir im Januar im Leseklub jetzt ganz frisch im Grunde gelesen. Oder nein, im Dezember. Und ja, es war richtig gut. Also ich fand ja die Überfahrt super spannend, sehr interessant. Der Anfang war ein bisschen schwierig. Geht ja da im Grunde um etwas, was auf eine Fähre kommt zwischen, also irgendwo in der Nordsee. Und das, was da kam, hätte ich einfach nicht erwartet. Fand ich gut und dunkel. Ja, Horrorstör, ich weiß gar nicht mehr, wo mir das über den Weg gelaufen ist. Da geht es ja um einen Thriller, der in einem Möbelhaus spielt. Und soweit ich gesehen habe, soll der auch verfilmt werden. Ich glaube, als Film, wenn nicht als Serie, ich kann mich nicht richtig dran erinnern, wo ich das mal gesehen habe. Das Buch ist im Grunde aufgemacht auch wie ein ja, IKEA-Katalog. Und ja, fand ich mega spannend. Muss ich unbedingt mal lesen. Habe ich auch gebraucht gekauft. Dann habe ich von Nina George das Lavendelzimmer bestellt. Ja, das lesen wir ja jetzt im Januar, also vielleicht auch gerade jetzt, wann das Video online kommt, oder ich glaube, wir starten dann jetzt. Also ich muss kurz überlegen, wann das Video online kommt. Ich glaube, wir starten damit jetzt am 20. oder 21. Bin schon sehr gespannt. Mir hat ja letztes Jahr oder auch schon vorletztes Jahr ein Buch von Nina George gut gefallen und letztes Jahr Die Schönheit der Nacht. Deswegen habe ich mir das dann auch mit bestellt. Dann ist eingezogen von Richard Bachmann bzw. Stephen King. Amok habe ich auch schon gelesen. Ja, ich habe es nicht so mit Richard Bachmann, das muss man ganz klar sagen. Mir ist der Autor zu einfach, so komisch das klingt, zu dunkel, zu eklig und ja, und Amok war überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Das ist ein Buch, das, glaube ich, gar nicht mehr neu verlegt wird, weil einige Attentäter oder Amok-Schützen in Schulen dieses Buch im Schließfach hatten und Stephen King gesagt hat, das Buch soll nicht als Anleitung dienen. Und hier geht es eben auch um einen Jungen an der Schule, der die irgendwie als Geißel nimmt und auch Leute erschießt. Und wir sehen das irgendwie schon aus der Sicht des Täters, aber auch aus seinen Mitschülern. Und irgendwann raufen sie sich alle zusammen und ich weiß nicht, was mir Stephen King damit sagen wollte. Ich kann tatsächlich mit den Büchern von seinem Pseudonym nur sehr selten etwas anfangen. Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich einfach gar keinen Bachmann mehr lesen. Dann ist von Ernest Cline Ready Player One bei mir eingezogen, auch eine Gutscheineinlösung, glaube ich. Ja, und das habe ich gelesen, weil ich eigentlich ins Kino wollte und mir die Verfilmung ansehen wollte, die ich ja dann aus irgendeinem Grund irgendwie verpasst habe, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, war ich im Februar dann irgendwie krank? Ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Und irgendwie hat sich das dann immer verschoben, mit dem wir gehen ins Kino. Und jetzt lief der Film dann nicht mehr. Ich weiß, dass er jetzt auf Sky läuft, da werde ich ihn mir auch angucken. Ich fand das Buch anfangs wirklich ganz spannend, diese Science-Fiction-Idee mit, ja, im Grunde dieser virtuellen Realität. Das fand ich ganz spannend gemacht. Aber irgendwann war es zu nerdig und auch zu langatmig und es konnte mich dann irgendwie nicht mehr so richtig begeistern. Also ich habe es, glaube ich, habe es beendet und fand es auch irgendwie okay. Ich mochte manche Ansätze, aber gab eben auch Stellen, da wo man dachte, oh, jetzt mach einfach mal weiter. Ja, auch Geburtstagsgeschenk von Bernhard Henn, die Chroniken von Arthur habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, warum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, mittlerweile sogar schon der zweite Teil da. Wird es einen dritten Teil geben, dann würde es sich ja jetzt lohnen, darauf zu warten. Ja, ist auch signiert von Bernhard Henn. Habe ich mich sehr gefreut über dieses Geburtstagsgeschenk und ja, war total ja, fasziniert. Ich bin sonst nicht so der Signaturjäger, na, gar keine Frage. Ich habe zum Beispiel auch kein einziges Buch von Sebastian Fitzek signiert. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen ein Special und macht ein Buch irgendwie dann doch nochmal zu was Besonderem, wenn es eine Signierung hat. Und ja, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, obwohl es vom Klappentext mega spannend stand, auch auf meiner Wunschliste war. Und es natürlich auch High Fantasy ist und ich von Bernhard Henn auch irgendeine andere Reihe schon gelesen hatte. Ich muss da wohl jetzt dann einfach mal zugreifen. Ich gucke mal, ob es da eine Trilogie ist und ja, dann auch von Robert Harris sind, glaube ich, zwei Bücher bei mir eingezogen. Einmal, nein, oder nur eins, das andere dann später. Es könnte so sein. Ja, Konklave ist eingezogen, ja, weil der Schenker sozusagen total begeistert war von diesem Buch. Und wir haben ja jetzt die Robert Harris Lesegruppe gebildet und da steht dieses Buch jetzt wahrscheinlich nicht mehr zur Umfrage. Aber da möchten wir jetzt im Februar im Grunde starten mit dem Lesen von Robert Harris. Und ich habe, glaube ich, vier oder fünf Bücher von ihm auf dem Sub. Und
oder drei Bücher und ein Buch oder zwei Bücher auf der Wunschliste, irgendwie so. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Und bei Konklave, ne, da weiß man im Grunde ja schon, um was es geht. Es geht eben um diese Papstwahl und da bin ich sehr, sehr neugierig. Also da gibt es ja, glaube ich, genügend Legenden, die sich ranken und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein spannendes, tolles Thema ist, wenn einen das natürlich interessiert. Und wer weiß, vielleicht ist es ja sogar dann das Buch, was wir schon im Februar lesen. Und ja, dann habe ich auch, glaube ich, zum Geburtstag das Seelenhaus bekommen von Hannah Kent. Ein Buch, das ich sehr spannend fand, weil es beruht auf wahren Begebenheiten und wir haben es auch letztes Jahr gelesen. Ich habe es mit einer Freundin zusammen gelesen. Sie hat, glaube ich, noch 150 Seiten aufgegeben. Ich habe mich bis zum Ende ja im Grunde auch irgendwie so halb durchgequält oder habe ich auch abgebrochen nach der Hälfte. Ich weiß es nicht mehr. Es war schon sehr isländisch, wenn ich mich richtig erinnere. Es war sehr kalt, es war auch von der Erzählweise sehr unterkühlt und auch die Charaktere. Wir haben hier eben eine scheinbare Mörderin, die irgendwie zu ihrem Transport zur gehängt werden, kommt sie irgendwie in so einer Familie unter und die Mutter war ganz schlimm und überhaupt, ja, und nachdem ich dann eben wusste, oh, es beruht auf wahren Begebenheiten, dann war ich auch nur so doof und hab's gegoogelt und dann herausgefunden, wie es im Grunde endet und dann hatte das Buch für mich halt auch irgendwie so ein bisschen den Reiz verloren, muss ich ganz klar sagen. Stört mich sonst nicht, na, sonst würde man sich auch nicht Titanic angucken, aber da dachte ich, da besteht ja irgendwie, ja, jegliches Gefühl, was man da entwickelt hat, war dann irgendwie umsonst. Und ich habe jetzt nochmal kurz so an den Fingern entlang gezählt. Es sind im Grunde von den 23 Büchern habe ich 8 nicht gelesen und 1 ungelesen aussortiert. Also es ist ein bisschen was über die Hälfte gelesen. Ich habe jetzt auch einfach mal das Lavendelzimmer dazu gezählt, was wir ja jetzt dann in dem Moment irgendwo lesen. Auch wenn es noch nicht gelesen ist, wird es ja jetzt im Grunde gelesen. Deswegen zähle ich es jetzt einfach mal mit. Und ja, das ist jetzt einfach meine Logik. Man könnte es sonst auch einfach abziehen und dann steht es 10-13 und also, ne, aber über die Hälfte gelesen. Das ist ja im Grunde schon auch wieder ein sehr, sehr guter Schnitt, der mich auch sehr freut. Und ich mag es einfach, ja, so ein bisschen im Blick drauf zu kommen. Man hat jetzt natürlich schon wieder gesehen, so ein paar Bücher wie Harlan Coben's oder natürlich auch Horrorstör, die man unbedingt haben wollte, auch die Chroniken von Azur, aber irgendwie ist man noch nicht so zum Lesen gekommen. Ich glaube, man müsste vielleicht sich doch irgendwie so einen echten Substapel machen, der einem im Regal im Grunde immer anlächelt. Funktioniert natürlich nur mit den echten Büchern, mit den E-Books wird es dann im Grunde immer ein bisschen schwer, weil die könnte man sich jetzt zwar das Cover irgendwie ausdrucken und wohin stellen, aber das hat, glaube ich, nicht den gleichen Effekt. Und aber ich denke wieder, ein guter Schnitt hat mir gut gefallen. Auch die Bücher, an die ich mich jetzt so ein bisschen erinnert habe, freue ich mich auch, dass ich tatsächlich eins ungelesen aussortiert habe. Ja, kommt eben vor, wenn einen der Autor irgendwann enttäuscht. Und vielleicht kennt ihr ja eins der mir noch unbekannten Bücher und wollt jetzt richtig schwärmen, dann macht das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und auch überhaupt, ob ihr irgendwie eure Neuzugänge trackt, ob ihr da irgendwie eine Liste habt und nacheinander euren Sub abbaut, da könnt ihr mir ja gerne mal eure Gedanken dazu schreiben, wenn ihr wollt, da würde ich mich sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.